Hören Sie mich besser, oder? Jetzt höre ich besser, ja. Hallo? Ja. Hallo, schönen guten Tag, Herr Steiner. Mhm. Hallo, guten Tag, Herr Thaler, korrekt? Mhm. Hallo, Herr Thaler? Mhm. Ja, hallo, Herr Klaus Thaler? Mhm. Guten Tag, kann ich mit Herr Klaus Thaler? Mhm. Guten Tag, Herr Stein. Mhm. Mit dem Herrn Klaus Thaler? Mhm. Ja, ich grüße Sie. Am Apparat spricht die Schmied. Und Sie versuchen gerade beide Liquidschein Ihr Handelskonto zu aktivieren. Korrekt, ja? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Schnitzelparty. Und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ich begrüße euch. Heute gibt es wieder jede Menge tolle Abzocker am Telefon. Die nicht so lange dran geblieben sind, wie man sich das gerne vorstellt. Da ihr die Schnipselpartys allerdings auch gerne hört, habe ich sie euch hier wieder zusammengefasst. Das heißt, heute gibt's wieder viele kleine Anrufe von vielen großen Betrügern. Hören Sie mich besser, oder? Jetzt höre ich besser, ja. Okay. Hat ja wirklich nur eine Sekunde gedauert. Sie waren schneller als mein Aufnahmeprogramm. Das musste erstmal neu laden. Warten Sie, reden Sie, sagen Sie mir, was Sie sehen. Jetzt steht hier 14.57 Uhr, Freitag, 19. Oktober. Da kann ich mich jetzt anmelden. Bei dieser sehr zuvorkommenden Dame ging es dann auch wieder recht schnell. Sie fragt mich, was ich sehe, und ich sag ihr, was ich sehe. Aber irgendwie hatte sie dann allem Anschein nach keine Lust, mit mir weiterzusprechen. Vielleicht ist hier aufgefallen, mit wem sie telefoniert. Man weiß es nicht so richtig, ne? Hallo? Ja. Ja, ich habe gedacht, es wird besser, wenn ich Ihnen in dieses Nummer anrufen kann. Ja. Okay. Hallo? Tja, die Dame hat zwar gemeint, es könnte besser sein, wenn sie mich auf der Rufnummer anruft. Ich weiß zwar nicht so richtig, was sie damit meint und konnte sie auch nicht wirklich zuordnen, ob wir schon mal miteinander telefoniert haben. Eins ist aber sicher. Ein Betrüger ist es auf jeden Fall. Und mir gegeben hat sie sich auch keine. Naja, dann gibt's halt eben kein Gespräch. Aber wir haben noch mehr Schnitzel für euch. Hallo, schönen guten Tag, Herr Steiner. Grüßen Sie, wie geht es Ihnen? Ja. Was ja? Ja. Lieber Herr, können Sie eine gute Antwort geben? Nein. Oh Mann, sprechen Sie Deutsch? Nein. Sie haben Interesse gezeigt um Onlinehandel bei Bitcoin System, deswegen rufe ich Ihnen an. Ach so. Ja? Mhm. Hallo? Hallo. Haben Sie gerade gute Laune zum Beispiel? Mhm. Nein, es tut mir sehr leid. Aber Sie machen wie ein Kind. Ja. Sind Sie ein Kind? Mhm. Warum haben Sie Ihre Handy im Lautsprecher gelassen? Weil ich Sie dann besser hören kann. Was? Weil ich Sie dann besser hören kann. Ach so. Aber gehen Sie bei Arzt. Er kann helfen mit Ihrer... Ja? Mhm. Wie mhm? Mhm. Aber Sie sind taub. Deswegen hören Sie nicht. Ja. Ihre Ohren haben Probleme, ja? Ja? Für alle sagen Sie ja. Ja, aber immerhin bin ich kein Betrüger. Wie bitte? Immerhin bin ich kein Betrüger, der auf YouTube landet. Nochmal? Ich sagte, immerhin bin ich kein Betrüger, der auf YouTube landet. Betrüger um YouTube? Hm. Sind Sie? Nee, ihr. Nee. Doch, hab schon Videos von euch gesehen. Deine Stimme kenne ich auch schon. Aber wir haben nie zusammen gesprochen. Wie kennen Sie meine Stimme? Nur von anderen YouTubern. Nee. Doch, genau das gleiche hast du bei anderen Leuten auch schon gemacht. Genau so mit dem Nee. Okay, sage ich Ihnen nein. Ist die gleiche Stimme? Ja. Ja.
Sie lügen. Nee. Aber ihr lügt ja, ihr betrügt ja die Leute. Sie haben nie gesagt. Oh, Sie haben nie gesagt. Soll ich Ihnen sagen, Sie sind Betrüger? Ja, warum seid ihr denn Betrüger? Warum zockt ihr denn die Leute ab? Nein. Doch. Möchten Sie weitergehen mit dem Handel, ja oder nein? Ja. Ja. Mhm. Okay. Öffnen Sie denn Ihre Desk. Ich muss ja erstmal den Computer anmachen als erstes. Zum okay, Beispiel. Machen Sie den Computer an. Ja. Ja. Moment. Tja, wenn man gefühlt mitten in der Nacht anruft, dann braucht man sich auch nicht viel Reaktionen von den Kunden da irgendwie erhoffen. Teilweise oder größtenteils ist es tatsächlich so, dass die Leute alle vor 12 Uhr anrufen. Naja, das Problem dabei ist, dass ich eigentlich, meistens erst so gegen 12 Uhr aufstehe. Könnte daran liegen, dass ich halt einfach, wenn ich um 12 Uhr aufstehe, dann mache ich halt meine Arbeit bis abends und bin dann halt noch eine Weile nachts wach. Das ist halt eben mehr so mein Rhythmus. Naja, aber wenn die halt hier immer gefühlt wirklich für mich mitten in der Nacht anrufen und mich dann hier belästigen, dann brauchen sie auch nicht viel Reaktion von mir erwarten. Ist doch ganz klar. Naja, aber ganz nett, dass sie auf jeden Fall über mein Wohlbefinden besorgt ist und mich zum Arzt schicken möchte. Naja, und als ich ihr dann gesagt habe, ich möchte mit dem Handelskram weitermachen, ja, dann hat sie dann halt aufgelegt. Ja, so kann man das natürlich dann auch handhaben. Naja, wenn sie eben nicht weiter mit mir sprechen wollte, dann machen wir halt mit dem nächsten weiter. Hallo, guten Tag, Herr Thaler, korrekt? Mhm. Ellie König am Apparat von DJ Flex ist online. Aha. So, wie weit sind Sie gekommen, Herr Thaler? Und können Sie mir mal sagen, was für einen Grund haben Sie, dass Sie jetzt online sind? Möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Jetzt ist mein Telefon runtergefallen. Von welcher Webseite aus rufen Sie an? DJ Flex, wo Sie gerade online sind. Ach so, die habe ich schon wieder zugemacht. Aha, okay. Und was war der Grund? Eigentlich möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Na, jetzt nicht mehr, nee. Warum? Darf ich fragen? Ich habe mich angemeldet, weil ich mal gucken wollte nach einer seriösen Trading-Plattform, aber es hat nicht meine Kriterien erfüllt. Oh, warum? Darf ich mal fragen? Weil können wir mal lösen oder für Zukunft wäre es nett, wenn Sie uns das mitteilen. Ja, weil das gleiche System dahinter verwendet wird wie bei den anderen Betrugsplattformen. Also es ist genau das gleiche Login-System. Ja, okay. Und wissen Sie, wie eine regulierte Handelsplattform aussieht? Ja. Okay. So, Herr Thaler, ich kann Sie natürlich nicht überzeugen. Danke für die Antwort und weiß ich dann Bescheid. Aha, also auf jeden Fall neu, dass die Betrüger nicht am Telefon schreien. Wie bitte? Ich sagte, es ist auf jeden Fall neu, dass die Betrüger nicht am Telefon rumschreien. Schreien werde ich natürlich nicht, Herr Thaler. Ja, die anderen brüllen immer gleich rum. Okay, ja, kann sein. So, dann schönes Tag noch, ja? Ja. Viel Glück. Na, das war auf jeden Fall mal ein Überraschungsanruf. Normalerweise explodieren ja die Betrüger wirklich gleich bei dem Triggerwort Betrüger und zeigen dann eigentlich ihr wahres Gesicht. Sie hat sich hingegen hier schon, mehr oder weniger professionell verhalten. Ich meine letztendlich, wenn sie auf meiner Leitung anruft, dann ist ganz klar, wo sie die Daten her hat. Die wurden illegal erworben und dieses Unternehmen kann nur ein Betrügerunternehmen sein. Aber immerhin hat sie sich tatsächlich genau so verhalten, wie ich euch das immer sage, wie man sich eigentlich verhalten sollte, wenn man denn, eben auseinandergeht. Ne? Ich meine, warum sollte man die Leute dann gleich an der anderen Seite der Leitung beleidigen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, überlegt mal, wenn ihr jedes Mal alle Leute beleidigt, die ihr nicht am Telefon haben wollt. Ich meine, gut, könnt ihr ja machen, ist zu Hause, auch wenn es nicht ganz rechtlich sauber ist. Naja, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Das Problem ist halt bei diesen Trading-Plattformen, dass die sich immer wieder selbst unseriös darstellen. Und die hier hat es tatsächlich mal nicht so gehandhabt, obwohl das normalerweise gang und gäbe bei diesen Betrüger-Callcentern ist. Ist auch mal ganz nett. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt so zur Unterhaltung dient, aber es gibt auch nette Betrüger. Muss man ja dann auch so erwähnen. Hallo, Herr Thaler? Mhm. Ja, guten Tag, ich grüße Sie. Hier spricht David von Kaffeeksei. Aha. Ja, jetzt sprechen Sie nicht mehr. So, jetzt. Hören Sie mich? Ja. Was denn? Wunderbar. Hier spricht David von Kaffeeksei. Ich melde mich bezüglich Ihrer gerade getätigten Online-Registrierung bei uns auf der Plattform. Aha.
Warum? Nee, dadurch, dass wir ein reguliertes, lizenziertes Unternehmen sind, biete ich Ihnen hier die Unterstützung an bei der Freischaltung und Aktivierung Ihres Handelskontos. Aha. Damit Sie das Ganze natürlich legal für sich nutzen können. Ja. Wo sind Sie denn reguliert? Wir? Ja. Wir sind von der SciTech reguliert. Ach, da, das ist die Biotrippische. Da, wo die ganzen, ich sage da, wo die ganzen unseriösen Unternehmen registriert sind, wo man sich für 5 Euro eine Lizenz kaufen kann. Weiß nicht, davon fühle ich mich jetzt nicht angesprochen, würde ich mal so sagen. Wir sind ein reguliertes Unternehmen von der SciTech. Wir sind hier dazu da, um bei der Kontofreischaltung und Aktivierung zu helfen. Macht aber jetzt gerade nicht unbedingt den seriösesten Eindruck. Okay, wollten Sie auf die Plattform, um ein Handelskonto freizuschalten, oder was war Ihre Absicht? Ja, ursprünglich schon, bis ich dann festgestellt habe, dass da irgendwas faul ist bei euch. Wie bitte? Ich sagte, grundsätzlich wollte ich das schon, bis ich dann festgestellt habe, dass bei euch was auf der Seite faul ist. Was ist denn faul? Ja, zum Beispiel, wo ihr registriert seid. Wo ihr registriert seid, dass man gleich einfach angerufen wird, ohne nachzufragen. Was wollten Sie denn, was für eine Nachfrage wollten Sie denn haben? Sie haben doch bestätigt, dass Sie Anrufe erhalten. Nee, habe ich nicht. Warum haben Sie sich denn dann registriert? Ja, weil weil ich ursprünglich vorhatte, mit Kryptowährungen zu handeln, aber weil das mit meiner Hausbank nicht geht, aber ich habe halt eben, ich finde halt kein seriöses Unternehmen, wo man mit Krypto handeln kann. Also ich kann Ihnen nur über die Regulierungen und Lizenzen aufklären. Wenn Sie da schon die Erfahrung mitbringen, dass Sie da keine Unterstützung brauchen, dann können Sie das ja auch einfach sagen. Und ich kann das Gespräch beenden und Sie machen lassen. Ja, aber Sie rufen ja einfach an. Ich habe ja nicht nachgefragt nach Ihrem Anruf. Naja doch, mit Ihrer Registrierung haben Sie da nachgefragt. Nee, das ist ja nicht wahr. Das Häkchen habe ich weggelassen. Das Häkchen haben Sie weggelassen? Kleinen Moment, okay, das ist genau korrekt. Weil wenn Sie da das Häkchen... Sie können das ja auch einstellen, dass Sie nicht angerufen werden. Richtig. Deswegen. Und das Häkchen aber bei uns? Nee, ich habe das gerade nachfragen lassen. Das haben Sie. Sie haben Anrufe akzeptiert. Nee, habe ich ja nicht. Das ist es ja. Ich habe sogar einen Videobeweis dafür gemacht. Sie haben einen Videobeweis davon? Ich meine, wenn das so ist, dann können wir doch das Gespräch ganz einfach beenden. Und dann können Sie gerne weitermachen, wenn Sie möchten. Ich kann Ihnen die E-Mail zukommen lassen, wo Sie darauf antworten können, wenn Sie Hilfe benötigen. Und dann würde ich mich dann einfach nochmal melden. Aber es scheint ja gerade so, als würde ich Sie gerade mit dem Anruf sehr, sehr nerven. Ja, ich brauche halt keine Anrufe von Betrügern und illegalen Callcentern. Okay, alles klar. Ich sehe, da besteht kein Interesse mit einem regulierten Unternehmen. Ja, ihr seid ja nicht reguliert. Wenn ihr reguliert wärt, dann wäre ich da schon interessiert dran. Aber ihr seid ja nicht okay, reguliert. Herr Thaler, brauchen Sie vielleicht Hilfe, um zu sehen, wo man die Regulierung sehen kann? Müssen Sie das sehen? Nö, keine Angst. Da kenne ich mich mit aus, wie man gucken kann, ob man reguliert ist oder nicht. Und ihr seid's nicht. Naja, dann hätten Sie mir jetzt was anderes gesagt, weil das bei uns auf der Webseite zu sehen sind, der Herr. Aber Sie wollten ja keinen Anruf haben, deswegen würde ich das Gespräch beenden. Ich will Sie nicht zu lange strapazieren. Wenn Sie das machen möchten, Sie sind gerne bei uns willkommen. Nee. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bei Betrügern zahle ich kein Geld ein. Ja, auch hier ist wieder ganz klar, was das für eine Firma ist. Von seiner Regulierung, die er da spricht, die ist nicht wirklich was wert. Und nur weil man reguliert ist, heißt es noch lange nicht, dass man auch seine Kohle daraus bekommt. Denn, tja, viele von diesen regulierten Firmen fallen halt irgendwann mal auf. Naja, und dann wird denen die Regulation entzogen und manchmal machen sie dann halt einfach weiter. Was hier aber auch wieder Fakt ist, der hat sich tatsächlich auch wieder seriös verabschiedet. So stellt man sich das vor. Ich weiß nicht, ob die Betrüger hier mittlerweile auch lernen durch diese Calls. Kann ich euch wirklich nicht sagen, ich kann es nur vermuten, aber dieses Callcenter hat auf jeden Fall einen seriöseren Eindruck vermittelt als das, was wir hier sonst so am Telefon haben. Das, was wir hier sonst so am Telefon haben, tja, da weiß man nicht so richtig, wen man davor schützen soll. Das ist schon richtig. Weil letztendlich sind die Maschen unterirdisch bis zum geht nicht mehr, aber der hier, tja, da könnte man tatsächlich doch schon noch, also selbst wenn man das alles schon illegal hier fand und man doch irgendwie unsicher ist, aber... Tja, der hat sich, wie gesagt, ja vernünftig verabschiedet und so kann es eben auch sein, dass dann doch mal jemand darauf reinfällt. Das ist dann wieder einer von den Betrügern, wo ich sage, es rufen euch auch Leute an, die schon nochmal 3% mehr IQ haben. Ja, hallo, Herr Klaus Thaler. Mhm.
begrüße Sie, Ohrenstein von Avatred am Apparat. Aha. Jawohl, ich begrüße Sie zu unserer Plattform und wollte nur soweit sagen, dass ja, Sie können ja mit der Verifizierung beginnen, Dokumente hochladen und dann können Sie entweder mit 100 Euro anfangen oder bei 1000 Euro bekommen Sie ein Kontobetreuer. Und wenn Sie... Jawohl. Haben Sie ja voller Vorerfahrung, Herr Thaler? Hm. Gar nicht. Ansonsten bringen wir das auch bei. Sobald Sie das Konto kapitalisieren, öffnet sich dann automatisch unser Lernzentrum. Dort können Sie studieren, bis Sie dann ja, selbstsicher genug sind, um eben alleine Position zu nehmen. Da lade ich Sie herzlich ein, erst das Konto zu verifizieren, ja, dann mit der Mindesteinlage beginnen oder etwas mehr. Und auch wenn das alles nicht unbedingt passen sollte, können Sie das Geld jederzeit abheben. Und da sind Sie sich sicher, dass man das Geld dann wieder abheben kann? Ja, ganz, ganz, ganz sicher. Das erlebe ich jede Stunde, jede Minute, jeden Tag. Mhm. Uns gibt es seit 15 Jahren, wir sind voll reguliert. Ja. Wir agieren auch. Wie lange machen Sie den Job schon? Sie klingen ziemlich neu. Ja, ich bin, naja, 4 Monate. Ach so. Und in 4 Monaten haben Sie nicht bemerkt, dass das ein illegales Unternehmen ist? Na, wieso illegal? Das ist legal. Nö. Sie sind ja reguliert. Nee, seid ihr nicht. Doch, das sind wir. Nö. Ja, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schicken, wenn Sie der Meinung sind. Per E-Mail ist das ja, spielt das ja keine Rolle. Auf jeden Fall seid ihr nicht reguliert und auch nicht registriert. Doch, sind wir beide. Ja, wo denn? Na, steht auf unserer Webseite. Genau, nur, dass man, dass die Daten da fake sind, das ist schon mal aufgefallen? Schon mal selbst irgendwo eingegeben bei der BaFin und so? Die Nummer? Da bin ich überfragt jetzt. Tja, die Nummern existieren nämlich nirgendwo. Also das, was da steht, ist einfach nur gelogen. Es stimmt halt einfach nicht. Mein Hinschreiben kann man ja viel. Sie können sich da ein Bild von machen, indem Sie noch ein bisschen vertiefen auf unsere Webseite. Mhm. Da werden Sie schon vieles entdecken. Ja, da habe ich schon eine ganze Menge Betrug entdeckt auf der Webseite. Auf unsere? Ja. So, gut, dann ist es ein Feedback. Das werde ich weiterleiten. Mhm. Wenn Sie das möchten. Ja, aber immerhin muss man ja sagen, dass normalerweise haben die Betrüger-Callcenter ja immer Musik im Hintergrund an. Das läuft ja bei euch schon mal nicht. Da macht da wenigstens schon mal eins richtig. Ja gut, Musik ist, ist so eine Sache. Mhm. Ja, Herr Thaler, Sie sind jederzeit eingeladen, da nochmal... Nee. Ich will ja meine Kohle behalten und nicht bei euch versenken. Das wäre ja passieren. Gut. Sie haben sich bei uns registriert und ich wollte nur meinen Job machen, anrufen und... Ich kann Ihnen nur ans Herz legen, suchen Sie sich mal einen anständigen Job. Irgendwas Seriöses, wo Sie die Leute nicht verarschen müssen. Ja. Auch wenn man Ihnen das mal so erzählt nicht. Und Ihnen da so ein tolles Skript hinlegt, das heißt ja noch lange nicht, dass das auch der Wahrheit entspricht, nur weil es da steht. Ich gehe davon aus, dass es reguliert ist und das... Ja, aber ich meine, davon ausgehen ist immer so eine Sache. Man macht sich halt eben selbst mitstrafbar, wenn man bei so einem Betrug mithilft. Auch wenn man es nicht weiß. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und prüfen Sie mal die eigenen Nummern, die da auf der Webseite stehen. Die stimmen alle nicht. Das mache ich, Herr Thaler. Das mache ich sicher. Okay. Halten wir trotzdem Kontakt? Nö. Warum? Gut. Okay. Gut, Herr Thaler. Dann mache ich einen Vermerk, dass ich Sie nicht nochmal anrufen soll. Nö, machen Sie sich mal einen Vermerk, dass ich einen neuen Job suche und das da mal alles nachprüfen. Lieber schneller als zu langsam, weil wie gesagt, laut deutschen Behörden machen Sie sich da mitstrafbar. Also nicht, dass ich wüsste, dass ich mich mitstrafbar mache. Naja doch, das ist, Beihilfe, das ist Beihilfe zum bandenmäßigen Betrug, was Sie da machen. Oh, gut, Herr Thaler, das ist ein Feedback. Das werde ich notieren und weiterleiten. Mhm. Nach oben. Alles klar. Vielen Dank. Jo. Danke, Herr Thaler. Jo. Tschüss. Tschüss erstmal. Tschüss. Na, also am Anfang hat er ja noch recht stabil geklungen. Wurde denn immer eiriger mit und ja.
Ja, und dann haben wir ihn komplett ausgenockt. Bei dem Mitarbeiter, da glaube ich tatsächlich wieder felsenfest, der weiß gar nicht, dass der einen illegalen Job hat. Der macht halt einfach, so wie es da auf dem Zettel steht, und denkt gar nicht weiter drüber nach. Ich meine, ist ja logisch, wenn ihr in irgendeiner Firma arbeitet, ihr prüft auch nicht die sämtlichen Daten danach, ob die existieren und funktionieren. Niemand ruft auf seiner eigenen Hotline in der Firma an und guckt mal so, ob die überhaupt geht, das, was da auf der Webseite steht. Denn die Webseite hier, die ist tatsächlich schon mehrfach aufgefallen und da wird auch schon nachgefahndet. Tja, und der hier scheint ja tatsächlich vielleicht auch aufgewacht zu sein, wobei das haben wir bei dem komischen Engländer, Niederländer oder wie auch immer der, wo auch immer der herkommen mag, also bei dem Geschichtenerzähler von der tollen Stimme, Hansen oder wie der hieß, genau, irgendwie Roger Hansen, bei dem habe ich ja auch gedacht, wenn ich ihm das erste Mal das vernünftig erkläre, dass der danach dann aussteigt und vielleicht auch wenigstens mal drüber nachdenkt, aber dann hat man ja danach noch 536 Mal am Telefon und mehrmals in den Schnipseln mit dabei. Nur da ist ihm halt jedes Mal aufgefallen, ach ja, wir haben ja schon telefoniert und dann hat er sich schnell aus dem Staub gemacht. Bei dem hier, den, ich meine, ist immer schwierig, ne? Ich meine, ich habe hier hunderte Leute am Telefon, das ist gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten, weil die Telefonnummern, ihr könnt, also bei den Aufzeichnungen habe ich die Telefonnummern dabei, bei der Datei. Naja, aber danach könnt ihr die Anrufer tatsächlich leider nicht sortieren, weil zum Großteil rufen die jedes Mal mit einer komplett neu gespooften Rufnummer an. Das heißt, es ist gar nicht zusortierbar. Ob der Typ schon mal angerufen hat, das kann ich höchstens nach Bauchgefühl und der Stimme jedes Mal entscheiden. Den hatte ich hier, glaube ich, noch nicht am Telefon und soweit ich weiß, auch nicht nochmal. Weiß ich nicht. Die Firma hat auf jeden Fall noch mehrmals bei mir angerufen, aber naja, da sitzen ja auch mehrere. Ist ja nicht nur einer. Aber der war hier tatsächlich auf einmal verunsichert. Und er wusste auch nicht so richtig, was er sagen soll. Aber genau so sollte man auch reagieren und nicht beleidigen. Die Leute, die beleidigen und gleich ins Telefon schreien, die haben von mir auch kein Mitleid verdient. Die wissen ganz genau, was sie für einen Job machen und die wissen ganz genau, dass sie kriminelle Arbeiter dort in diesen Callcentern verrichten. Dieser Betrüger hier, der war erstmal verunsichert und hat sich das Ganze auch vernünftig angehört, ohne mir ins Wort zu fallen und ist nett geblieben, hat sich auch höflich und freundlich verabschiedet und meinte, er leitet das Ganze weiter. Ich meine, gut, was die ihm dann dafür eine Geschichte erzählen, ist nochmal eine andere Sache. Wenn er aber schlau genug ist und die Zahlen, Daten und Fakten der eigenen Webseite einfach mal bei den Behörden eingibt, die sie da angeblich haben und die Nummern stimmen nicht überein, spätestens da fällt auf, dass irgendwas ja mit der Firma, wo er beschäftigt ist, nicht ja, in Ordnung ist. Ich hoffe nur, dass er so schlau ist und sich rechtzeitig aus dem Staub macht, denn ganz blöd hat er sich nicht angehört, er hat sich halt nur so angehört, als wäre er dem Anschein nach in einem falschen Callcenter und bei einem falschen Arbeitgeber gelandet. Kann ja in der Tat passieren, denn da steht ja nicht automatisch dran, dass die in einer Betrugsbude arbeiten werden. Das weiß man ja vorher nicht unbedingt und erst dann, wenn man da arbeitet. Gut, das können, also bei Facebook wird ja schon gleich danach geworben, dass die Leute ausgenommen werden sollen. Heißt aber nicht, dass es immer so laufen muss. Vielleicht war es einer, der auch von irgendeinem Arbeitsamt gekommen ist und in so einen Job getackert wurde. Das kriegen wir alles nicht mehr raus. Aber ich habe euch noch was mitgebracht. Tag, hatte ich mit Klaus Thaler. Mhm. Da ist schon der erfolgreiche Apparat von der Firma Hashtray. Wer ist da? Der Fox von der Firma Hashtray. Ach so. So. Und selbst? Gut. Also, ich glaube, Sie haben registriert auf unserer Plattform auf Hashtray. Stimmt ja, das? Möglicherweise, ja. Hm? Ja, genau. Dann, ich bin Ihre Kontomanagerin und ich werde Sie weiterhelfen, weiter informieren, okay? Ach so, also Sie sind jetzt die Person, die das Geld haben will. Wie bitte? Ich sage, Sie sind jetzt die Person, die das Geld haben will. Ich? Ja. Okay, alles deutlich. Hä? Was denn? Okay, alles klar. Betrüger-Callcenter. Weil was denn sonst? Ich meine, welche normale Firma legt einfach auf am Telefon, ohne richtig mit der Sprache rauszurücken? Ich frage was und sie macht sich aus dem Staub. Ich würde sagen, ich habe sie wohl auf frischer Tat ertappt. Und zwar dabei, dass sie mich bescheißen wollte. Eva Edmund ist am Apparat. Ich melde mich von Swiss Bank. Wie geht es Ihnen? Also Schweizer Kapitalbank. Mhm. Hören Sie mich? Ja. Hallo. Ja, ich höre Sie.
Ich habe keine Ahnung, ob die mich wirklich einfach nur nicht gehört hat oder keinen Bock auf mich hatte und mitbekommen hat, wer da am Telefon ist. Ist mir ein Rätsel, aber das passiert tatsächlich auch des Öfteren. Keine Ahnung, was die sich davon versprechen, aber naja, die ausländischen Calls hinter Telefonleitungen sind ja so instabil, da ist man das ja nicht anders gewohnt. Den Herrn Klaus Dalle. Mhm. Herr Dalle, Markus Kellermapparat hier von Unternehmen Waden. Bezüglich der Anmeldung, die Sie vor kurzem gemacht haben, für die automatische Software für den Bitcoin, Herr Dalle, stimmt das? Ja, kann sein. Und Sie haben sich doch gerade auf unserer Seite registriert. Das ist schon eine Weile her. Das war vor ein paar Stunden, ja. Ganz genau, Herr Dalle. Wie gesagt, ich bin hier der Kundenbetreuer. Meine Aufgabe ist, Ihnen die Sache ein bisschen näher zu bringen. Und natürlich, dass wir das Handelskonto für Sie erfolgreich aktivieren. Also sagen Sie mir, haben Sie in diesem Bereich schon Erfahrung gesammelt? Ja, ja. Haben Sie schon? Mhm. Okay, ich kann mich doppelt hören, Herr Dalle. Bin ich auf Lautsprecher, oder? Ja. Okay. Wie gesagt, also Markus Kellermann-Apparat hier. Meine Aufgabe ist, die Sache ein bisschen näher zu bringen, ja? Herr Dalle, Sie werden hier nicht alleine in die Börse reingeschubst. Sie bekommen Hilfe von den Fahrexperten. Der Fahrexperte wird Ihnen erstmal eine kleine Schulung geben, Ihnen alles zeigen. Und am Ende, Herr Thaler, wird er für Sie also arbeiten, ja? Sagen Sie mir, Sie haben gesagt, Sie haben keinerlei Erfahrung in diesem Bereich, oder das heißt, Sie haben schon Erfahrung? Doch, ich habe schon Erfahrung, ja. Schon Erfahrung. Und die Erfahrungen sind gut oder schlecht? Ich wüsste jetzt nicht, was das jetzt hier zur Sache tut. Ich habe es ja kurzfristig nicht verstanden. Ich sagte, ich wüsste nicht, was das jetzt hier zur Sache tut. Ja, wie gesagt, ich will nur wissen, als ob Sie Erfahrung haben oder nicht. Ich glaube nicht, dass Sie das wissen wollen. Ich glaube, das steht einfach nur so in Ihrem Skript. Ja, ganz genau. Das ist Firmenpolitik. Also wir sollten schon nach Erfahrung nachfragen. Ja, aber das ändert ja nichts am Rest. Okay, also haben Sie schon Erfahrung. Okay, das werde ich hier eintragen. Darf ich Sie fragen, wie jung sind Sie denn, Herr Thaler? Auch das jetzt nicht, was das jetzt hiermit zu tun hat. Natürlich hat es etwas damit zu tun, Herr Dalle, ich werde es Ihnen gleich erklären, ja? Firmenpolitik ist, wir dürfen keine Kinder, also Minderjährige, auf die Börse lassen, ja? Wie soll ich wissen, dass Sie unter 18 sind? Ja gut, das wissen Sie auch nicht, wenn ich es Ihnen nur gesagt habe. Dadurch ist es ganz genau, aber die Bestätigung ist schon genug für mich, oder? Das kann ich Ihnen ja sagen, dass ich volljährig bin. Okay. Warten Sie kurz. Okay, das Handelskonto können Sie mit einer Visa, mit einer Mastercard dann aktivieren oder eine Überweisung. Was möchten Sie, wie möchten Sie das Konto aktivieren? Also, weiß ich nicht, also Sie wollten mir gerade noch helfen und jetzt geht es irgendwie nur noch um die Einzahlung. Und das Skript, was Sie da vorlesen, ist exakt genau das gleiche Skript, wie alle anderen Betrüger vorlesen. Okay, dann also müssen Sie sagen, dass Sie Betrüger sind, oder? So sieht's aus, ja. Also zumindest vermittelt Sie. Okay, dann haben wir... Okay, Herr Thaler, dann haben wir nichts mehr zu reden. Dann bitte machen Sie weiter. Ich weiß nicht, mit was Sie da machen, Herr Thaler, aber dass wir unsere Zeit nicht verschwenden, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch, ja? Also kaum hört man Betrug, haut er ab, ne? Also anstatt sich mal zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, über was für einen Betrug Sie sprechen, Herr Thaler. Also Sie haben sich registriert und jetzt, was machen Sie jetzt? Ja, das, was Sie machen, ist bandenmäßiger Finanzbetrug. Da machen Sie sich mit strafbar, das wissen Sie schon, ne? Okay, natürlich, aber sagen Sie mir nur, wer ist hier der Betrüger? Ja, ihr, die ganze Firma. Sie selbst. Sagen Sie mir nur, wie haben Sie das so vorgestellt? Also, wie haben Sie ein Bild gemacht von den Betrügern? Ja, zum Beispiel erstmal von der Webseite. Dann, dass die ganzen Registrierungsnummern, die da schön hingemalt sind auf der Webseite, okay, dass die alle gelogen sind. Dann kommt noch dazu, dass das System genau das gleiche ist wie bei allen anderen Betrugswebseiten. Also es ist exakt das gleiche Content-Management-System dahinter. Und dann existiert auch keine Erlaubnis, mich anzurufen. Okay, und jetzt, wie müssen Sie jetzt weitermachen? Also vorhin haben Sie gesagt, ich helfe Ihnen nicht dabei. Und jetzt sagen Sie, dass Sie nicht angerufen werden sollten. Also ich verstehe Sie nicht, Herr Thaler. Ich habe ja dazu keine Erlaubnis erteilt gehabt, richtig. Okay, super. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag noch, Herr Thaler, und machen Sie weiter, ja? Ja, das wünsche ich Ihnen nicht und ich hoffe, dass Sie nicht damit weitermachen. Ich mache nicht weiter, okay? Auf Wiedersehen. Ja, kann man fast als vernünftige Verabschiedung noch irgendwie gelten lassen, wenn sich jemand nicht so richtig weiter zu helfen weiß.
Lassen wir mal gelten. Also heute ist irgendwie die Schnipselparty der netten Betrüger, die höflich auflegen. Mal gucken, was so in unserem letzten Telefonat noch so zum Vorschein kommt. Denn ein Klopsgespräch habe ich euch noch mitgebracht. Ja, ich grüße Sie. Am Apparat spricht die Geschmie. Und Sie versuchen gerade bei Liquidchen Ihr Handelskonto zu aktivieren. Korrekt, ja? Ja, die komische Webseite da, ja. Ja, also das heißt, Sie haben Interesse geäußert in Richtung auf dem Business zu profitieren. Das ist richtig, ja? Ja, wenn Sie das so verstehen, dann ja. Also, okay. Wie weit sind Sie? Was sehen Sie gerade unsere Website, Herr Thaler, bitte? Gerade gar nichts. Gar nichts? Aber Sie haben doch bei uns angemeldet, oder? Ja, und? Und Sie, ich bin jetzt Account Manager, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Wo haben Sie Möglichkeit, auf Finanzmarkt erfolgreich zu profitieren und Geld zu verdienen, ja? Aha. Verstehen Sie? Nicht so richtig. Genau. Können Sie so. Ein bisschen was über Ihre Firma erzählen? Ich sag mal, worum es geht. Es geht bei uns um ein vollautomatisiertes Programm. Das ist eine Möglichkeit für Sie, welches wird für Sie automatisch mit verschiedenen Coinbase oder so profitieren und wo Sie werden automatisch natürlich Geld verdienen. Verstehen Sie? Das heißt, wenn der Preis Bitcoin steigt hoch oder Aktien, Sie werden automatisch natürlich auch sehr gut profitieren. Na, wenn Sie zum Beispiel bei uns Geld verdienen, wir werden auch Geld verdienen, weil wir haben die gemeinsame Geschäftsinteresse, dass Sie bei uns zufrieden bleiben. Ja? Aha, ja gut, wenn Sie das so verstehen, ja. Genau, in dieser Richtung, haben Sie schon mal Geld investiert oder gehandelt, Herr Thaler? Ja, also grundsätzlich habe ich schon mal investiert, ja, aber nicht bei solchen Plattformen. Aha, aber Hauptsache, dass Sie das schon gemacht haben. Wie haben Sie das gemacht? Mit Aktien, Stocks oder so? Was war das? Nee, schon mit CFDs. Ach so, und sind Sie zufrieden mit Ihrer Profit, hä? Ja, nö, eigentlich nicht. Aha, jetzt schauen Sie. Sie haben natürlich gehandelt, aber Sie haben kein automatisiertes Programm bis jetzt aktiviert. Aber wenn Sie das Programm heute bei uns aktivieren lassen, dann wird unser hochqualifizierter Mentor und hilft Ihnen, das Programm zu installieren und weitere Schritte zu tätigen. Weil Sie, ein Mentor ist für Sie ein verstehen Sie, ja? Ja, Sie haben gerade Ihre Rotze hochgezogen am Telefon, das ist ja unfreundlich. Wie bitte? Ich sagte, Sie haben gerade am Telefon Ihre Rotze hochgezogen, das ist unfreundlich. Ach so, Herr Thaler, ich möchte etwas sagen. Wo sind Sie gerade? Arbeiten Sie, oder? Nö, ich bin im Gästezimmer gerade. Ach, Gästezimmer, können Sie vielleicht andere Zimmer gehen, weil es ist sehr, also Geräusche von Ihrer Seite, verstehen Sie, ja? Ja, das kann passieren, wenn man Wäsche zusammenlegt, ja. Ja, können Sie vielleicht anders mal an das Zimmer gehen, weil es ist zu laut bei euch. Ich höre fast nichts so oft, ja, so gut Ihnen. Ja, nee, anderen Zimmern ist noch lauter. Echt? Ach so. Ja, noch was? Ja, jetzt hören Sie mich besser, oder? Genauso wie vorher. Ja, nicht Mikrofon ausmachen, dann höre ich gar nichts mehr. Jo, dann hat er wohl keinen Bock mehr auf uns gehabt. So sieht's aus im Betrügerhaus. Naja, ich hoffe, euch haben die vielen kleinen Schnipsel wieder ein bisschen Freude bereitet und ihr konntet die verschiedenen Betrüger mal wieder anhören. Heute waren es ja mal ein paar nettere. Also zumindest ist hier keiner so richtig ausgerastet. Also wie sonst. Schlimmer geht's auf jeden Fall immer. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann denkt gerne an den Daumen nach oben. Ja, wenn nicht, dann natürlich auch den Daumen nach unten. Ansonsten, wenn du möchtest, siehst du jetzt hier noch die Playlist mit vielen weiteren Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.